Was war das? Erstmal unter den Tontöpfen durchducken. Hallo. Sei gegrüßt, Said. Was hast du da? Vieles ist frisch reingekommen. War das alles? Stellt euch mal vor, da ist Eselkacke in dem Haufen, wo man sie immer mal reinspringt. Ich glaube, Eselkacke ist das kleinste Problem. Okay, wir gehen zu Roshan. Obwohl, wartet, wir speichern nochmal. Marcy, hast du deinen drei Verdächtigen nachgespürt? Wenn nicht, ist deine Arbeit noch nicht getan. Du scheinst dich entschieden zu haben. Was hast du erfahren? Arib ist unschuldig. Der Statthalter weniger. Er hat eine Abmachung mit dem Orden und alle Mut dem Schutz seiner Vettern entzogen. Verflucht. Es ist wie befürchtet. Wir sind vor unseren Feinden entblößt. Ja. Im Austausch dafür, dass Abu Abdullah keinen Anspruch auf den Thron erhebt. Er verzichtet und gehorcht dem Orden, an dessen Spitze... Seine Mutter steht. Kabiha ist der Kopf der Schlange. Wo ist sie jetzt? In den Palast geflohen. Wenn wir jetzt handeln, retten wir Alamut. Gib mir die Feder, Meisterin. Kabiha wird schnelle Gerechtigkeit erfahren. Und ich werde sie überbringen. Was? Was willst du damit sagen? Dass eine erfahrene Hand nötig ist. Das letzte Mal, als du in einem Palast warst, hast du Chaos gestiftet, milde ausgedrückt. Habe ich mich seitdem nicht bewiesen? Meisterin, ich verdiene das Recht... Du verdienst was? Das Recht zu töten? Nihal! Nein, das ist nicht... Ein Schlag von einem von uns ist ein Schlag von allen. Oder verlangt dein Ego nach der Ehre? Nicht mein Ego, Meisterin. Die Pflicht. Ich leistete einen Eid, mein Leben zurückzulassen, im Dunkel zu wandeln und dem Licht zu dienen. Das will ich tun. Kabiha ist gefährlicher als ihre Scherben. Schlag schnell zu und beende es. Du darfst nicht zögern. Was für ein Eisklotz. Wer ist sie, dass sie dir Kabiha vorenthalten oder dir sagen kann, wann du zuschlagen sollst? Meine Meisterin und Mentorin, ohne die ich nur eine Leiche in den Straßen von El Anbar wäre. Schnüffelst du mir jetzt nach? Immer. Du schluckst also deine Fragen hinunter, bekämpfst ihre Feinde, dienst ohne Widerworte. Und wirst dein Leben lang von einem Djinn in der Bruchbude verfolgt, der du eigentlich entkommen wolltest. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. So viele tot oder verschwunden. Und jede einzelne Blutspur führt zu dir, El Bahamut. Die letzte Maske, die fallen muss. Du überließest Wasif die Aufständischen, hast El-Khul entfesselt, gabst die Krone deines Sohns, um Alamut zu erobern. Und wofür? Ein wertloses Andenken an ein vergessenes Zeitalter? Egal. Wir sehen uns im Palast. Und dann werde ich der Schlange den Kopf abschlagen. Ich habe mir gedacht, dass jetzt sowas kommt. Ich weiß aber nicht, ob ich das heute noch durchziehe. Ich hoffe, ich kann zwischendrin auch speichern. Was sind das hier eigentlich für Symbole? Vampir und Maschinengewehr? Töte Kabiha, der Kopf des Ordens der Ältesten. Kabiha ist aus ihren Gemächern im Harem geflohen und hält sich im Kalifenpalast versteckt.
Das Gelände ist vermutlich gut bewacht, wenn man bedenkt, wie der letzte Kalif zu Tode gekommen ist. Es kann jedoch sein, dass es dort ein paar handverlesene Vertraute gibt, die von Kabia in ihre Geheimnisse eingeweiht wurden. Suche nach Möglichkeiten, in den Kalifenpalast zu gelangen. Tada! Noch eine Trophäe! Chat, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch anfangen soll oder ob ich das lieber Sonntag mache, in Ruhe. Hänge sind wilde Tiere, okay. Was noch? Endlich ist hier ein Gesicht. Ich mag die Zeichnungen hier, muss ich tatsächlich sagen. Auch von David. Die Zeichnungen finde ich richtig cool hier. Dann mach das in Ruhe. Sonntag in Ruhe und jetzt noch ein bisschen Bücher oder so suchen. Ja, wir könnten auch jetzt einfach ein paar Münzen ausgeben. Wir können auch ein paar Münzen ausgeben. Ich muss ja sowieso hier das hier. Hier. Musiker, Söldner, Händlergruppen. Ich meine, natürlich macht es mehr Sinn, die zu nutzen, wenn man sie braucht. Aber ich habe noch nie die Händlergruppen gebraucht. Noch nie die Musiker. Söldner habe ich, glaube ich, 1-2 Mal in Quests schon bezahlt. Ich weiß nicht, ob das mit dazu zählt. Ich kann einfach die Münzen jetzt ausgeben gehen, rein theoretisch. Ich habe genügend Münzen. Von daher fehlen dürften mir keine. Ja, aber das sind ja so andere Münzen. Das sind ja die hier. Die muss ich dafür nutzen. Also ich mache noch ein paar Minütchen on, aber ich mache nicht mehr Story weiter jetzt. Das mache ich Sonntag in Ruhe dann im Stream. Ich könnte auch noch mal gucken, wir haben ja auch noch dieses Ding hier. Wachen aus der Menge heraus. Da habe ich nur gelesen, dass das... nicht immer so easy funktioniert. Weil ich muss dann quasi... Warte mal, ich mache erstmal kurz die Questmarkierung weg. Das irritiert mich. Wartet mal. Ich gehe mal... Oh, ich habe hier auch noch so historische Städte. Adrenalinda, das ist ein cooler Name, muss ich sagen. Diese historischen Städten können wir noch einsammeln, wenn wir gerade hier sind. So, es gehen ja immer nur 3. Weil die meistens in Sperrgebieten sind, aber die können wir noch sammeln. Bin eh nur wegen deiner Stimme hier. Oh, danke. Hm.
Da hinten. Ali scheint nun doch den Palast anzugreifen. Seine Aufständischen könnten die Wachen ablenken. Ich würde sagen, hier rein kommen wir jetzt nicht. Ja, aber die ist doch hier oben. Ali, ne? Den habe ich ja jetzt nicht vermisst, muss ich sagen. Da drüben ist noch ein Punkt. Habe ich den nicht gerade den habe ich nicht eingesammelt. Wir könnten auch gucken, ob wir noch Artefakte finden, aber die Artefakte. Entweder müsste ich mir eine Karte kaufen. Oder. Da ist der Punkt ja schon. Oder ich müsste mir hier nebenbei eine interaktive Karte aufmachen. Weil die Artefakte sehe ich ja erst in meinem Kompass, Schrägstrich auf meiner Karte, wenn ich in der Nähe bin von einem Artefakt. Also müsste ich ja jetzt trotzdem rumlaufen. Blindsuchen. Blindsuchen finde ich blöd. Wo haben wir hier ein Feuerfass? War ich hier nicht schon mal drin? Da sieht man nicht so viel. Schade. Anscheinend war ich hier noch nicht drin. Durch das Fenster komme ich aber auch nicht. Aber ich muss ich den jetzt auf gut Glück, muss ich jetzt das Ding hier hochwerfen? Ja, also hier drin ist eine Truhe und eine historische Stätte. Aber ich habe nur hier unten dieses eine Ölfass. Ich habe hier aber keinen einfachen Weg nach oben, weil mit einem Ölfass klettert Basim ja nicht. Thank you.
Hab nichts gesagt. Zielt ja hin. Alles kein Problem. Truhe ist unter mir, okay. Husten. Er war hier nicht, ne? Ist ja langweilig. Okay. Hier ist noch eine historische Stätte und hier auch. Sammeln wir jetzt halt historische Stätten statt Bücher, aber ist auch okay. Früher oder später muss ich ja eh alles machen. Owen, hattest du Assassin's Creed Valhalla gespielt? Oder auch nicht. So wie ich. Ja, vom PC aber lange nicht mehr angerührt. Also auch noch nicht die Story beendet, wie es klingt. Ich habe Valhalla auch nicht gespielt. Das ist halt so. Anscheinend wäre es ja wohl besser, man hätte Valhalla gespielt, bevor man das hier spielt. Aber. Nun ist es, wie es ist. Hier ist noch eine historische Stätte. Und hier. Wenn ich die zwei historischen Städten noch hole, habe ich hier alle 14 Stück. Na toll. Das hier ist, wo wir gerade waren, in der letzten Mission. Da ist noch eine Truhe. Problem ist nur, dass jetzt die Wachen wieder da sind. Wahrscheinlich. Doch, aber die DLCs nicht. Okay. Ich lasse euch noch mal kurz alleine. Ich bin jetzt hier in dem Busch drin. Hier dürfte ja jetzt nichts passieren, ne? Nicht weglaufen. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich.